Hallo lieber Krebs und willkommen zu deiner neuen persönlichen Monatsbotschaft für den September 2021. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist und falls du ganz neu bist auf meinem Kanal, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen, lieber Krebs. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Ja, vor dir siehst du vier Tarotkarten und diese geben dir einen groben Einblick in den September. Das ist das, was im Großen und Ganzen auf dich zukommt. Damit wirst du konfrontiert. Das wird wichtig werden. Dazu benutzt habe ich das ätherische Visionen-Tarot. Ich habe jetzt hier die englische Variante, das gibt es aber auch auf Deutsch. Und ich werde dann so wie immer noch weitere Karten für dich dazu ziehen, damit du noch nähere Hinweise bekommst. Und das Orakel werde ich auch wie immer abschließen mit den Astrowürfeln. So, lieber Krebs, du weißt Bescheid, es ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht auf jeden von euch zutreffen. Du musst dann ganz einfach mal gucken, wie und ob es überhaupt für dich hinhaut. Wenn nicht, dann kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne gucken, wenn du möchtest, was dein Aszendent ist oder was dein Mondzeichen ist. Vielleicht erhältst du da sozusagen Botschaften, die dann sozusagen für dich hinhauen. Ne? Aber es bringt jetzt nichts, dass das Orakel jetzt irgendwie passend zu machen. Also falls du feststellen solltest, dass es nicht passt, dann ist es auch einfach nicht deine Legung. Okay, lieber Krebs, ich würde sagen, dass wir jetzt auch anfangen mit deinem Orakel. Drehen wir jetzt mal gemeinsam deine erste Tarotkarte um für den September. Ach ja, da fällt mir gerade ein. Bei dieser Karte ist es so, ich mache das ja vorneweg alles, wie du so schon sehen kannst. Also zumindest die Tarotkarten, das mache ich alles schon vorneweg, weil ich es nicht so mag, wenn der Tisch dann nackig ist. Also ich möchte dann immer schon sowas liegen haben. Deswegen mache ich das mit den Tarotkarten vorneweg. Bei dieser Karte ist es so, die ist rausgefallen. Und die hat sich mir auch gezeigt, aber die war verkehrt rum. Normalerweise mache ich das nicht, dass ich Karten irgendwie verkehrt rum deute. Es sei denn, das Kartendeck ist so konstruiert, dass es eben auch verkehrt rum Botschaften sozusagen gibt. Tarotkarten deute ich grundsätzlich auch immer nur richtig rum. Aber bei dieser Karte hatte ich jetzt wirklich das Gefühl gehabt, die muss verkehrt rum gedeutet werden, ne? Was ich normalerweise nicht mache. Aber in dem Fall dachte ich, okay, anscheinend muss es jetzt wirklich sein. Okay, ich dachte, ich sage das jetzt einfach mal vorneweg. Und da hast du jetzt als erstes, genau, das ist die Kraft verkehrt rum. Und bei der Kraft verkehrt rum, da habe ich wirklich da hatte ich wirklich das Gefühl bei dir, lieber Krebs, dass es darum geht, dass du eventuell eine Zeit hinter dir hattest oder momentan in einer Phase bist, wo du eventuell sehr kraftlos dich fühlen könntest. Bei einigen von euch könnte es eventuell sogar auch um körperliche Herausforderungen gehen. Möglicherweise geht es auch hier so ein bisschen um Stress, also dass das Ganze seelischer Natur irgendwie bedingt ist. Es kann aber auch sein, dass einige von euch eventuell körperliche Probleme haben und dass diese sich nun langsam aber sicher bemerkbar machen könnten. Aber bei der Kraft verkehrt rum, das spüre ich wirklich, okay, entweder geht es darum, dass du eine Zeit hinter dir hast oder in einer Phase warst, wo du dich nicht wirklich so um dich selber oder um deinen Körper gekümmert hast. Also sprich, ein bisschen ungesund oder zu ungesund ernährt, zu wenig bewegt und so weiter. Das könnte jetzt der Fall sein. Möglicherweise ist es auch immer noch so. Ne, aber es muss jetzt nicht unbedingt um den Körper gehen. Es kann auch einfach bedeuten, dass, weil die Stärke steht ja ebenfalls auch für Selbstvertrauen, für Leidenschaft. Dadurch, dass sie umgekehrt ist, habe ich ebenfalls das Gefühl, dass es bei einigen von euch ebenfalls auch sein könnte, dass ihr nicht wirklich selbstbewusst wart, dass ihr wirklich, dass euer Selbstvertrauen eventuell sogar auch so stückweise im Keller gewesen ist. Das kann jetzt ja ebenfalls der Fall sein, ne? Auf jeden Fall. Sprich die Stärkekarte verkehrt rum. Okay, man ist hier eventuell ausgelaugt, man hat keine Kraft, man hat irgendwie keinen Mut. Es fehlt an Mut, an Courage auch irgendwo. Es fehlt an Tatendrang auch irgendwo, ne? Das kann jetzt damit zu tun haben. Eventuell geht es hier wirklich bei einigen von euch um körperliche Herausforderungen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. Denn als nächstes hast du jetzt hier, ach, das ist schön, da guck mal, da hast du jetzt hier das Gericht und bei dem Gericht geht es darum, dass du wirklich wieder auferstehst. Es geht darum, dass etwas geheilt wird. Es geht darum, dass du von etwas erlöst oder errettet wirst. Das Gericht sagt immer, du hast etwas hinter dir und hier geht es nun darum, dass du wirklich wieder auferstehst. Also es kann sein, dass du wirklich lieber Krebs in einer Phase bist oder warst, wo du deine alte Haut abgestreift hast, wie so eine Schlange, die sich häutet, ne? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was bei dir ebenfalls der Fall ist. Du musstest wirklich erstmal aus deinem alten Selbst heraus, damit es nun zu dieser Situation kommt, damit du wirklich wie neu geboren bist, damit du ein Comeback feiern kannst, weil das Gericht ist für mich auch immer so ein Comeback, ne? Also eine Rückkehr deiner Selbst sozusagen. Du kehrst wieder sozusagen zurück. Man kann sagen, wirklich, lieber Krebs, du, ja, du bist wieder da, ne? Also nach einer Zeit der Kraftlosigkeit, des zu wenig Kümmerns um sich selbst und so weiter, habe ich den Eindruck, dass du hier wirklich wieder in deine Kraft kommen kannst, dass du wirklich wieder auferstehst wie Phönix aus der Asche und wirklich sagen kannst, ich habe das alles hinter mir, ich feiere wirklich ein Comeback. Und genau, ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter, lieber Krebs. Da hast du
Passender könnte es nicht sein. Das ist jetzt hier die vierte Schwerter und das ist die Zwangspause. Hier geht es um einen Stillstand. Es geht darum, dass man sich eine Ruhe gönnt. Also die vierte Schwerter stehen wirklich für Stillstand, für Krankheit auch eventuell. Ja, also gerade wenn jetzt auch hier gerade die Stärke verkehrt rumgekommen ist. Wegen Gesundheit darf ich natürlich keine Prognosen geben, aber bei einigen von euch habe ich wirklich den Eindruck, dass ihr wirklich körperlich schon zu tun hattet, beziehungsweise kann es sein, dass sich körperliche gewisse Symptome nun zeigen, was eben dazu führt, dass du hier wirklich etwas veränderst und dass du hier wirklich wieder in Bewegung kommst, ne? Also das wird sich auf jeden Fall für dich verändern, lieber Krebs, weil du hast bei den beiden Karten das Gericht hier auf jeden Fall in der Mitte. Ja, und wir müssen da mal gucken, was jetzt diese Karte ist. Auf jeden Fall geht es darum, nochmal um Ruhe. Es geht darum, dass man sich ausruht, aber ich habe eigentlich eher den Eindruck, dass das eine Situation ist, die in der du bisher warst. Also ich habe das Gefühl, du kommst da im September raus. Ne? Also lange Zeit ist nichts passiert, lange Zeit hast du dich eventuell nicht bewegt, hast dich nicht so gut genug um dich selber gekümmert, hattest kein Selbstvertrauen, hast den Glauben an dich so ein Stück weit verloren. Du warst nicht wirklich in deiner Kreativität, also deine Kreativität war auch blockiert, dein Selbstvertrauen war blockiert, du an sich warst blockiert, ja. Aber durch das Gericht, hier wird einfach gesagt, okay, du kannst wirklich ab dem Herbst beziehungsweise ab dem September schon, geht es für dich wirklich darum, dass du langsam aber sicher wieder ein Comeback feierst. Ja, so die letzte Karte jetzt hier, da hast du jetzt hier den Ritter der Kelche. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Energie. Das kann jetzt zum Beispiel auch dich darstellen, dass es hierbei möglicherweise auch um deine Emotionen geht. Ich habe das Gefühl, das könnte jetzt hier wirklich dich darstellen. Möglicherweise bist du auch noch sehr in deinen jüngeren Jahren. Oder vielleicht auch einfach ist es, dass du wirklich wieder wie verjüngt bist. Dass du wirklich wieder in einer Art, dass du wieder in deine junge Energie zurückfindest. Das heißt nicht, egal ob du jetzt über 50 bist oder über 60. Ja, damit ist lediglich die Energie gemeint. Das muss jetzt nicht auf dich, lieber Krebs, hindeuten, wenn du jetzt gerade mal, ja, 25 oder 30 bist oder so, ne? Also, das ist jetzt wirklich für all die, hier geht es um Verjüngung, ne? Das kann zum einen jetzt wirklich da, also das kann jetzt zum einen wirklich bedeuten, dass du wieder in deine Kraft zurückkommst und wirklich wieder wie verjüngt dich fühlst, ne? Und das kann auch einfach darauf hindeuten, dass das dich darstellt und dass du das Ganze hinter dir lässt und nun da, also ins Aus guckst, das heißt wirklich in einen Neuanfang. Ja, dass du wirklich nun dich aufmachst zu neuen Ufern oder sprich, dass du wirklich das ganze Alte hinter dir lässt und dass nun ein Neuanfang sozusagen auf dich wartet. Genau, das ist das, was damit gemeint ist. Und jetzt zeige ich dir die Karte, die jetzt hier unten drunter war, lieber Krebs. Und das ist der Page der Münzen. Der Page der Münzen, da geht es wirklich um neue Angebote. Es geht um etwas Neues. Es geht darum, dass man über sich hinauswächst. Es geht bei den Pagen immer darum, dass neue Angebote reinkommen. Es geht um neue Etappen, neue Wachstumsmöglichkeiten. Da ist noch Luft nach oben. Ja? Ich habe aber eher das Gefühl, dass bei einigen von euch hier auch eine berufliche Situation sein könnte, weil die Münzen im Tarot stehen ebenfalls für, also die stehen für das Erdelement und da geht es um die Finanzen oder um das Thema Beruf oder halt die Materie, ne? Und damit ist lediglich gemeint, ich habe das Gefühl, dass es bei einigen von euch wirklich im Finanziellen, dass da etwas sich sozusagen wieder verbessern könnte durch das Gericht hier, dass man sozusagen hier da ein Comeback feiert. Ich habe aber das Gefühl, dass ebenfalls bei einigen von euch, dass da ein neues Angebot reinkommt oder reinkam, ne, was dann hier wirklich dafür sorgen wird, dass du aus deinem Stillstand wieder herauskommst, damit du wieder in deine Energie kommst und zurück zu dir wiederkehrst. Ne, damit du dich hier wieder sozusagen wie erneuert und total verjüngt fühlst. Das ist einfach die Energie, die ich ja ganz klar bei dir wahrnehme, lieber Krebs. Ne? Ich habe wirklich das Gefühl, dass bei einigen von euch wirklich etwas Berufliches ist, weil unten drunter jetzt, also unter dem Page der Münzen, hattest du jetzt hier die vierte Stäbe und das ist die Öffentlichkeit, das sind Begegnungen. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass du viel zu lange auch zu Hause warst oder dich eingeegelt hast, aber durch deine berufliche Situation, jetzt eventuelle berufliche Situation, kommst du jetzt wieder mehr raus, kommst du mehr unter Menschen, was wirklich dafür sorgt, dass du wieder in deine natürliche Energie zurückfindest und dass du auch durchaus dazu imstande bist, eventuelle körperliche Herausforderungen zu überwinden, sozusagen. Ja, also das ist hier das, was auf jeden Fall damit gemeint ist. Also was ich jetzt hier ganz klar spüre, mit den Page der Münzen und mit den vier der Stäben. Ne? Auf jeden Fall an sich ist das jetzt hier eine Botschaft, die wirklich sagt, okay, du wirst auf jeden Fall wieder mehr rausgehen, mehr unter Leute gehen. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön, lieber Krebs. Lass mal weiter gucken, was als nächstes kommt. Jetzt benutze ich das Black Moon Astrology Cards. Also ich spüre richtig eine verjüngte Energie bei dir. Es ist wirklich, es ist wie so,
dass du wirklich wie, dass du in eine Energie hineinkommst, wo du dich jünger fühlst. Oder ich habe auch das Gefühl, dass sich das auch in dein Aussehen bemerkbar machen könnte, wenn du das ganz, wenn du das alles hinter dir lässt, dass du da wirklich wieder in deine Energie, also wirklich in eine Energie hineinkommst, wo du dich selbst wieder jünger fühlst, ne? Gerade auch, wenn man mehr sich bewegt oder, ne? Das ist das, was hier der Fall ist, lieber Krebs. Okay. So, schauen wir mal jetzt mit dem nächsten Kartendeck. Lieber Krebs, was kommt noch im September auf dich zu? Krebs, was kommt noch? Krebs, September. Okay, ich bin mir nicht sicher. Ich muss noch mal. September, Krebs, was kommt noch? Okay, Saturn Return. Okay, das ist schon mal interessant. Die Karte unten drunter deute ich jetzt nicht. Nee, das mache ich nicht. Ich behalte die aber mal im Hinterkopf. Vielleicht komme ich ja noch drauf zurück. Okay, noch eine Karte für die Krebse im September. September Krebs. Was kommt noch? Dankeschön. Widder, ich bin. Also, du hast hier schon Widder, ich bin die Energie. Das kann jetzt darauf hindeuten, dass es mehr in dieser Energie geht, ich bin. Ja, also Widder steht ebenfalls auch, das finde ich ziemlich interessant. Da geht es um Körper, Geist, Seele und deine Identität und deine Persönlichkeit. Ja, das finde ich also ziemlich interessant, dass hier das Thema Körper anscheinend wieder sehr, sehr, ja, dass sich das hier wieder sehr, sehr stark zeigt. Also ich habe das Gefühl, das Thema, also es geht bei dir, lieber Krebs, im September wirklich um körperliche, um das Körperliche, das Körperempfinden, möglicherweise auch körperliche Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Ne, nichtsdestotrotz, hast du wirklich hier die Energie des Gerichts und des Ritter, der Und ja, des Kelchritters sozusagen, was wirklich dafür sorgen kann, dass du wieder in deiner Energie kommst, dass du dich wieder wie verjüngt fühlst, einfach weil du wieder mehr rausgehst, weil du dich mehr bewegst, auch eventuell mehr Sport machst. Ja, weil Widder steht ebenfalls auch für körperliche Aktivitäten wie Sport zum Beispiel, weil es für den Körper an sich wirklich steht. Jetzt hast du hier wirklich Saturn. Return allerdings. Und finde ich ziemlich interessant, weil hier hast du Age, das ist ja das Alter, beziehungsweise das Zeitalter. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es hier, dass einige von euch sich älter gefühlt haben, als ihr eigentlich seid. Ja. Es kann aber auch sein, dass du wirklich so gedacht hast, ach Mensch, ich bin alt, ich schaffe das nicht mehr, egal wie alt du jetzt bist, möglicherweise vielleicht über 50 oder über 60, das weiß ich jetzt nicht, ich kenne dich gerade nicht, lieber Krebs, dass du wirklich sagst, oh, ich bin zu alt, um dann jetzt noch irgendwie, Also diese Ausrede kannst du irgendwann nicht mehr verwenden. Was heißt Ausrede? Also das wirst du auf jeden Fall nicht mehr lange so sagen, weil wie gesagt, das Gericht sagt, okay, du häutest dich sozusagen. Du kommst wieder, du feierst ein Comeback, du wirst errettet sozusagen. Deine Situation wird auf jeden Fall bald vorbei sein, wo du das Gefühl hattest, ich bin zu alt, ich kann nicht, ich kann mich nicht bewegen, ich bin zu unsportlich, ich komme nicht aus mir heraus, ich kann mich nicht bewegen, ich fühle mich wie Opfer meiner Umstände und so weiter. Das wird sich auf jeden Fall ändern und du wirst dich und einige von euch werden sich hier auch ebenfalls jünger fühlen. Es kann doch sein, dass es für dich darauf hinausläuft, lieber Krebs, dass du äußerlich jünger aussehen wirst, als du eigentlich bist. Also es kann wirklich sein, dass es Menschen gibt, die sagen, Mensch, du bist doch bestimmt, ist jetzt nur ein Beispiel. Es kann sein, dass einige zu dir sagen, oh ja, du bist ja 25, aber am Ende bist du vielleicht sogar schon 30 oder so. Ne, das ist jetzt nur so ein Beispiel. Also es kann wirklich sein, dass du wirklich äußerlich ebenfalls jünger wirken könntest. Das ist das Gefühl, was ich zum einen reinbekomme. Aber Saturn Return deutet immer auch darauf hin, dass es um ja, dass etwas korrigiert wird. Ja, es kommt nun sozusagen alles ins rechte Maß, auch wenn du erstmal das Gefühl hast, du wirst unfair und ungerecht behandelt. Und im Außen sieht man nicht wirklich, dass du, dass sich da etwas tut, dass du das Gefühl hast, ja, ich wachse über mich hinaus, ich gehe weiter im Leben, ich entwickle mich weiter. Es kann sein, dass du da wirklich erstmal denkst, nee, es passiert nichts. Aber Saturn Return steht dafür, dass es hier, dass da einiges wirklich erstmal genauso kommt, wie es kommen soll, dass alles jetzt genauso läuft, wie es richtig ist und wie es sein soll. Ja, das ist das, was damit gemeint ist. Also rechne, lieber Krebs, damit ab September, dass sich für dich auf jeden Fall alles wieder korrigieren wird. Ja. So, die Karte, die du jetzt hier unten drunter hast, das ist nämlich genau. Du hast jetzt hier nämlich J mit Schicksal, Destiny. Es geht hier definitiv darum, dass das alles schicksalshaft bei dir war. Das war eine Lernaufgabe, die musstest du lernen. Du musstest das durchmachen, um wertzuschätzen, was du hast, was du konntest oder was du auch warst, ja.
Eventuell geht es mir jetzt auch für dich darum, dass du dich selbst mehr wertschätzt, deinen Körper, deine Gesundheit oder was auch immer, dein Selbstvertrauen, dich selbst lieber, lieber Krebs, ja? Okay, das ist auf jeden Fall das, was hier damit gemeint ist. Und diese Karte verfolgt mich, das gibt es nicht. Das war die Karte, die vorhin bei den Saturn unten drunter war. Ich mache dir nichts vor. Ja, ohne Quatsch, ich habe wirklich richtig gemischt und diese Karte zeigt sich jetzt hier schon wieder. Das ist das 10. Haus, da geht es um die Welt. Also hier auch wieder geht es um die Öffentlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass es hier dabei um Öffentlichkeit, also Öffentlichkeit in dem Sinne, möglicherweise geht es hier wirklich um andere Menschen, was sie für ein Bild von dir haben. Es kann auch sein, dass andere Menschen ihr Bild in Bezug auf dich verändern, also ihre Sicht auf dich, auf deinen Charakter, deinen Körper und so weiter verändern werden. Dass sie da wirklich sagen werden, Mensch, du siehst viel jünger aus oder du siehst so gut aus, was ist passiert oder du hast dich verändert und ins Positive und so weiter. Das wird auf jeden Fall passieren, lieber Krebs. Es kann aber auch umgekehrt der Fall sein, dass einige sagen, Mensch, lässt sich total hängen, du siehst viel älter aus und so weiter. Das kann auch sein. Aber das 10. Haus, da geht es ebenfalls um, ja, um sowas wie Karriere, um Beruf, Berufung. Es kann also sein, dass es bei einigen von euch jetzt in Richtung Beruf, Berufung geht. Deswegen nehme ich jetzt auch hier das J mit Schicksal. Also es kann ja wirklich sein, dass bei einigen von euch, dass ihr nun sozusagen eure Berufung antretet und dass es deshalb umso wichtiger ist, also wirklich körperlich wieder fit zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was du machst oder was du anstrebst. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, da wirklich Selbstvertrauen zu haben, an sich selber zu glauben, mutig zu sein und wirklich auch für die eigene Energie zu sorgen. Ja, weil hier muss es nicht unbedingt um körperliche Herausforderungen gehen. Es kann auch sein, dass damit deine Energie an sich gemeint ist. Dein Selbstvertrauen, was nun wieder zurückkehren möchte. Ja. Aber ich habe das Gefühl, bei einigen von euch geht es hier wirklich um Bewegung, dadurch, dass ja Widder gefallen ist. Möglicherweise machen einige von euch etwas, was mit Coaching zu tun hat, wo es um die Persönlichkeit geht. Körper, Geist, Seele, vielleicht auch Medium, das weiß ich jetzt nicht, da musst du da mal gucken. Ne? Bei einigen von euch scheint es hier auf jeden Fall auch um das Thema Berufung zu gehen, die ihr ab dem September angeht. Also das ist auf jeden Fall etwas, wohin ihr gehört. Ne? Okay, lieber Krebs, das ist doch schon mal ziemlich interessant. Ich würde sagen, wir gucken jetzt weiter. Und jetzt benutze ich das Feen-Tarot von Doreen Virtue. Ich habe jetzt hier die englische Variante, das gibt es auch auf Deutsch. Da bin ich jetzt gespannt, was da für dich kommen möchte. Auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant. Also wie gesagt, es kann wirklich sein, lieber Krebs, du warst lange Zeit sehr. Also du hast nichts wirklich getan, du hast dich nicht wirklich bewegt, auch körperlich meine ich jetzt. Du warst wahrscheinlich viel zu oft zu Hause, das Leben ist einfach so an dir vorbeigezogen. Aber ich habe das Gefühl, das wird sich ab September ändern. Da wird alles dann, ja. Also diese Zeit, die du durchgemacht hast, wo eben nichts vorwärts ging, wo du dich eventuell auch nicht um dich selber gekümmert hast und dein Aussehen und deine Ausstrahlung, deine Energie, dein Körper. Das war eine Phase, das war deshalb so, weil du deine alte Haut abstreifen musstest, weil du wirklich dich gehäutet hast, sozusagen. Das war wie eine Transformation, eine Metamorphose. Die Raupe wird nun langsam aber sicher zum Schmetterling. Und das ist genau das, was hier bei dir der Fall ist, lieber Krebs. Na? Und nun langsam aber sicher ab September kommst du in den Schmetterling, also gehst du in den, wirst du zum Schmetterling. Ja. Schön. Sehr schön, Krebs. Das freut mich. Oh, was hast denn du jetzt hier? Gucken wir gleich. So, Krebs September, was kommt noch? Krebs September, was kommt dann noch? September Krebs. September Krebs. Die ist runtergefallen, ich bück mich gleich, aber ich habe das Gefühl, da möchte noch einer. Krebs September. Ja, vielen Dank. Oh, die ist es auch noch, alles klar. Ja, es sind sehr gesprächig ebenfalls mit dir. Nee, die sind, ah, ich bin mir nicht sicher. Also ich heb mir eben kurz die andere Karte auf, die ja runtergefallen ist. So, hier ist sie. So, alles klar. Bei den Karten weiß ich jetzt nicht. Ich muss noch mal gucken. Das ist jetzt hier die 8 der Münzen und die 5 des Winters. Nee, die sind es nicht. Also ich habe das Gefühl, dass ich die jetzt nicht nehmen soll. Wenn so zwei Karten immer gemeinsam so rausfallen, dann nehme ich die in der Regel sowieso nicht. Ja. Okay, was hast denn du jetzt hier unten drunter? Oh,
das ist aber schön. Da hast du jetzt hier die 10 der Münzen, sind das 10 des Herbstes, also in dem Fall die 10 der Münzen. Also hier geht es bei dir wirklich darum, dass du in einer Phase trittst, wo du wirklich wieder in deine innere Stabilität kommst, aber wo du auch wieder in deine innere Sicherheit kommst und wo es finanziell auch wirklich besser werden wird für dich. Aber ich hab irgendwie auch das Gefühl über Krebs, dass deine Finanzen auch sehr gelitten haben, beziehungsweise dass du wirklich eine sehr, sehr harte Zeit hinter dir hast bezüglich der Finanzen. Also dass du wirklich mit sehr, sehr wenig eventuell sogar auskommen musstest, aber das wird sich ab September ändern. Ja, weil die 10 des Herbstes, das ist wirklich, das ist der Reichtum, das ist der Wohlstand. Also ich habe das Gefühl, du kommst auch wieder in diese Energie, dass sich etwas wert sein, dass der inneren Sicherheit, des Selbstvertrauens. Und das ist auf jeden Fall das, was jetzt hier bei dir der Fall ist. Nach einer Zeit des Rückzugs, die Karte war jetzt hier unten drunter, nach einer Zeit der Selbstfindung, nach einer Zeit der Suche nach sich selbst, nach dem Sinn seines Lebens und so weiter, kommst du nun letztendlich endlich in die Phase der, ja, Selbstbestimmung auch irgendwo, aber vor allem auch des Selbstwertes, wo du wirklich erkennst, wie viel du wert eigentlich auch bist. Dass du wirklich wieder in diese Energie, das Selbstvertrauen, ja, Selbstvertrauens kommst und so weiter, dass du wieder die Leidenschaft an dir und das Leben sozusagen entdeckst und so weiter und so fort. Ne? Also nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen spüre ich wirklich, okay, du kommst jetzt in deine innere Sicherheit, du wirst zudem mehr geerdet, aber vor allem auch wird es finanziell aufwärts gehen. Ja, also das sieht man hier ganz klar. So, gucken wir weiter, lieber Krebs, die 5 des Sommers. Das ist eine Zeit, die du hinter dir hast und hier geht es darum, dass du wirklich sehr viel erlebt hast. Du hast sehr, sehr viel Kummer gehabt, eine Enttäuschung nach der anderen erlitten. Möglicherweise hast du auch in der Vergangenheit sehr viel Ablehnung erfahren. Du musstest sehr, sehr viele Enttäuschungen einstecken. Ne, aber hier unten drunter steht ebenfalls, dass du darauf vertrauen sollst, dass es für alles einen Grund gibt, was da passiert. Ne? Also das, was du da durchmachen musstest, lieber Krebs, oder vielleicht sogar auch immer noch durchmachst, das hat einen ganz bestimmten Grund, auch wenn du den jetzt noch nicht erkennen kannst. Ja, also was definitiv bei dir der Fall ist, du häutest dich gerade, du wächst gerade über dich hinaus, du veränderst dich, du transformierst dich gerade. Ja, das ist oftmals natürlich auch schmerzhaft und oftmals ist es auch so, dass sich gewisse Dinge, Menschen oder Situationen dann von einem verabschieden. Das ist dann auf jeden Fall ganz normal irgendwo auch, ne? Aber hier wird ebenfalls auch gesagt, dass du deine negativen Gefühle entweder dir selbst oder anderen gegenüber ebenfalls auch überwinden sollst. Also möglicherweise ist es auch so, dass du sehr, sehr negativ gedacht hast, entweder anderen gegenüber, dass du da eventuell sehr misstrauisch warst, dass du gleich immer vom Schlechtesten ausgegangen bist, dass du wirklich das allerschlechteste Szenario immer dir ausgemalt hast, also gleich den Teufel an der Wand gemalt hast, dass du allen gleich misstraut hast, eben weil du sehr, sehr viele Enttäuschungen erlebt hast. Aber ich habe das Gefühl, das wird sich hier bei dir auf jeden Fall ändern. So, schauen wir weiter. Da hast du jetzt als nächstes, na schau mal, bei dir kommt hier auf jeden Fall was Neues. Das ist das Ass der Münzen. Und du kannst auf jeden Fall damit rechnen, dass neuer Beistand, eventuell von anderen, neuer Rat und Geld auf dich zukommen wird. Es geht um ein sehr erfolgreiches Projekt und um eine sehr, sehr glückliche Veränderung in deiner Karriere. Und das ist genau das, was ich hier bei dir gesehen habe, lieber Krebs. Also du feierst auf jeden Fall ein Comeback. Erstens das in Bezug auf dich selbst, deine Energie, dein Selbstvertrauen, dein Körper und so weiter und so fort. Aber vor allem kommt hier auch auf jeden Fall etwas Neues auf dich zu. Dein alter Zyklus. Wie du, was du getan hast beruflich, was du, wie du über bestimmte Dinge gedacht hast oder was auch immer, das wird sich für dich verändern und da kommt etwas Neues. Also es kann wirklich sein, dass hier ein neuer Job auf dich zukommt, dass du dich eventuell selbstständig machst oder dass du, ja genau, dass du vielleicht auch noch was Neues finden wirst, ja. Also sehr, 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 sehr schön. Es sieht wirklich so aus, ja, du hast eventuell noch so ein bisschen Misstrauen, weil das ist für mich eine sehr, sehr misstrauische Karte. Die guckt sehr misstrauisch, ja. Deswegen, also du hast sehr, sehr viel Enttäuschung erlebt. Du wurdest verletzt, du wurdest abgelehnt, du wurdest eventuell ausgelacht, gemobbt, tyrannisiert, schikaniert und so weiter. Aber wie gesagt, das wird alles aufhören. Das sind lediglich Erfahrungen, lieber Krebs, die du machen musstest, damit du zu der Person werden kannst oder damit du zu der Person wirst, die du jetzt bist oder bald wirst, sozusagen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall rechne damit, dass deine Finanzen sich ebenfalls wieder verbessern werden. So, und hier hast du jetzt noch den Prinz des Winters. Das ist der Prinz der Schwerter. Okay, hier wird ebenfalls gesagt, dass es ganz, ganz plötzliche und unverhoffte oder unerwartete Veränderungen gibt. Ja, ebenfalls geht es darum, jetzt wegen irgendetwas schnell zu handeln. Ich überlege gerade, wie das jetzt hier zusammenpassen könnte. Es kann auch sein, dass das dich irgendwo so ein Stück weit darstellt. Möglicherweise geht es ebenfalls darum, dass du wirklich
nach Problemen, nee, das nicht, dass du hier nach Lösungen auf jeden Fall suchen könntest. Aber vom Gefühl her glaube ich, dass hier ganz, ganz schnell etwas ja, passieren wird. Also es kann sein, lieber Krebs, dass du ganz schnell und unverhofft mit einer Veränderung rechnen darfst in Bezug auf dich, deine Situation, ne? Es kann auch sein, dass du ganz, ganz plötzlich ein Jobangebot bekommst oder die Möglichkeit hast, hier wirklich deinen Traumjob zu machen. Weil die Welt, da geht es nicht einfach nur um das Thema, ja, Beruf, Karriere, ne? Sondern bei der Welt, also bei hier, nicht bei der Welt, bei dem 10. Haus, da geht es wirklich auch ebenfalls um Beruf, Berufung. Also das, wofür du sozusagen hierher gekommen bist, deine Seelenmission, kann man ebenfalls sagen. Aber beim 10. Haus geht es ebenfalls auch um Disziplin, Durchhaltevermögen, Geduld und vor allem auch harte Arbeit. Also es kann wirklich sein, dass du. Ja, dass es erstmal anstrengend werden für dich, ja, dass es anstrengend werden könnte für dich, dein neuer Job und so weiter. Dafür kann die Stärkekarte verkehrt rum auch hindeuten, dass es wirklich darum geht, dass du viel arbeiten musst, dass du eventuell auch hart arbeiten musst. Deswegen könnte es eventuell sein, dass du hin und wieder vielleicht ein bisschen ausgelaugt bist, dass du K.O. bist, dass da vielleicht die ein oder andere Krankheit kommen könnte. Na, also das kann jetzt auch schon darauf hindeuten, dass da eventuell. Dass du dadurch, dass du eben viel arbeitest, dass du sozusagen vielleicht auch hin und wieder mal eine Pause machen sollst. Ja? Weil man hat ja auf jeden Fall schon das 10. Haus und das 10. Haus, da geht es um harte Arbeit auch ebenfalls. Ne? Es kann auch sein, dass es etwas komplett Neues ist, was du da machst, etwas, worin du dich noch nicht so richtig auskennst. Ja, deswegen ist es ja oftmals so, dass es am Anfang gerade sehr, sehr anstrengend ist. Und lass dich hier auf jeden Fall nicht unterkriegen, aber die Energie habe ich auch nicht, dass du irgendwie aufgibst. Im Gegenteil, ich habe hier wirklich die Energie bei dir, dass du da dran bleibst, dass du geduldig bist und wirklich auch hart arbeitest. Ich sehe das 10. Haus wirklich als deine Energie an. So, das vorletzte Kartendeck jetzt für dich, lieber Krebs. Und da überlege ich, welches ich jetzt hier an. Ja, genau, ich nehme jetzt mal das Schamans Dream Orakel. Und da bin ich gespannt. Also bei vielen von euch geht es wirklich darum, dass gerade wenn es jetzt um negative Emotionen geht, wo du vielleicht immer das Schlechteste sofort in anderen gesehen hast oder wo du geglaubt hast, die anderen meinen es schlecht mit dir oder die meinen dich persönlich oder greifen dich persönlich an. Ich habe das Gefühl, lieber Krebs, da wirst du, das könnte eventuell vielleicht nochmal Thema werden, aber das wird auch schnell wieder verschwinden. Ja. Nicht jeder meint es schlecht mit dir. Nicht jeder will dir was Böses. Nicht jeder ist. Nicht jeder wird dich verletzen, nicht alle sind Lügner, sag ich mal. Weil es gibt durchaus auch Menschen, denen du vertrauen kannst. Ja? Ja, wie gesagt, ich spüre wirklich bei einigen von euch, dass es jetzt wirklich auch darum geht, wieder in die körperliche oder allgemein in die stärkende Energie zu kommen. Wirklich wieder auch energetisch wieder fit zu werden. Ja? So, schauen wir jetzt mal, was da jetzt noch für dich kommt. Ja, Nummer 1. Grenzenlose Möglichkeit. Oh, du bekommst ja also neue Möglichkeiten, über dich hinauszuwachsen, etwas aus deiner Situation zu machen, das Beste aus deiner Situation zu machen, damit du wieder in deine Energie kommst. Also das ist ja wirklich was ganz Besonderes bei dir. Stars in the Sky. Also hier geht es auch um die Sterne im Himmel sozusagen, ne? Sterne sind auch für mich eigentlich auch immer ein Hinweis auf Wunscherfüllung, so ein bisschen. Oh, gucken wir mal, was jetzt noch für dich kommt, lieber Krebs, im September. Krebs, September. September-Krebs. 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 September-Krebs, ne? Was möchte da jetzt noch kommen? Für den Krebs im September. September-Krebs, das zeigt dich, komm. Da ist sie und sie ist runtergefallen. Ah, ich habe sie hier gleich, sehr schön. Oh, hier geht es um einen Vertrag. Also, das ist ziemlich eindeutig. Einige von euch gehen hier auf jeden Fall einen Vertrag ein. Eine neue Partnerschaft im beruflichen Sinne. Ne? Das kann jetzt aber auch eine Eheschließung sein, also zwecks heiraten. Das kann ebenfalls bei einigen von euch dann doch der Fall sein. Aber ich glaube eigentlich eher, dass es beruflich in der Natur ist. Es kommt ja auf jeden Fall eine absolute geniale Möglichkeit auf dich zu,
was zur Wunscherfüllung auf jeden Fall führen wird. Davon bin ich überzeugt bei dieser Karte. Aber ich kann mich ja ganz gerne nochmal schlau machen bei der Karte. 51 ist das jetzt hier. Okay. Genau, es geht wirklich um Gelegenheiten, die jetzt auf dich zukommen. Diese Gelegenheit wirst du auf jeden Fall ergreifen. Diese ist sehr wichtig für dich. Das ist auf jeden Fall ein Vertrag hier. Das habe ich hier liegen bei dir, lieber Krebs. Falls du jetzt noch nichts irgendwie Neues hast, dann geh auf jeden Fall davon aus, dass es für dich kommt, dass es auf dich zukommen wird, lieber Krebs. Ja. Und unten drunter hast du jetzt hier Winter's Dream. Das ist ja so, also Winter deutet ja für mich auch immer so ein bisschen darauf hin, dass es hier so ein bisschen auf Stillstand, also dass es hier wirklich um das Thema Stillstand geht. Es geht um Regeneration, es geht um sich ausruhen auch eventuell. Also nach einer Zeit des Ausruhens sozusagen, nach einer Zeit des Stillstandes, darauf deuten ja ebenfalls auch die Vierter Schwerter hin, habe ich hier das Gefühl, dass es da jetzt wieder zu einer Art neuen Möglichkeit bekommt und dass der Winterschlaf sozusagen beendet wird. Ja, also das ist hier ziemlich eindeutig. Lass mal gucken, wofür die Karte jetzt hier noch steht. Genau, es geht wieder darum, dass um eine ganz bewusste Wahrnehmung deiner selbst. Ne? Ich habe sowieso das Gefühl, dass deine Wahrnehmung auf dich selbst und anderen gegenüber sich auf jeden Fall verändern wird. Also falls du wirklich bisher anderen sehr misstraut hast oder dass du wirklich immer noch schlecht über dich gedacht hast, das wird sich hier auf jeden Fall verändern für dich. Ne? Ach, sehr, sehr schön. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. So, lieber Krebs, das letzte Kartendeck für dich und dann die Astrowürfel. Und jetzt benutze ich das Work Your Light Orakel von Rebecca Campbell. Also ich muss auch persönlich ganz ehrlich sagen, also das Gericht ist für mich persönlich einer der besten Karten, die es überhaupt gibt. Ja, also das Gericht finde ich total genial, muss ich sagen. Als ja wirklich für diese Auferstehung steht. Und das Gericht ist eine der wenigen Karten, die auf Engel und die geistige Welt hindeuten. Für mich zumindest, ne? Sehr schön. So, jetzt schauen wir mal zum Abschluss für dich, was da jetzt noch ein Wichtiges für dich kommt im September, lieber Krebs. Na, ist schwierig. Ja, jetzt kommt schon September Krebs. Was kommt noch? September Krebs. Na, mindestens eine Karte. Kommt schon. September Krebs. Also, ich versuche es jetzt noch einmal und wenn nichts kommt, dann lasse ich es ganz einfach so, wie es ist. Nee, da wird nichts kommen. Kein Problem, dann soll es so sein. So, lieber Krebs, jetzt noch die Astrowürfel für dich. Schauen wir ganz einfach mal, was die Astrowürfel dir jetzt noch sagen möchten für den September. Was kommt noch im September auf den Krebs zu? September Krebs. September Krebs. Okay, Sonne, Stier und das neunte Haus. Also du kannst auf jeden Fall damit rechnen, lieber Stier, dass deine Finanzen sich wirklich enorm verbessern werden. Weil die Sonne, das ist alles, was positiv ist. Die Sonne, das ist wirklich die Energie, die Wahrnehmung, na, Wahrnehmung auch, aber vor allem, ja, deine Energie, die Lebensessenz, das Leben an sich, die Lebensfreude, das Positive, der grüne Daumen, das grüne Licht ebenfalls, ne? Also zum einen werden sich deine Finanzen verbessern, aber vor allem auch du selbst. Du selbst wirst dich hier verbessern, du wirst lernen, an dich selbst zu glauben, du wirst lernen, dich selbst wieder wertzuschätzen, weil Stier steht ebenfalls auch für Wertschätzung, für Schönheit, ne? Stier, der Herrscherplanet vom Stier, ist ja ebenfalls die Venus. Und Venus, da geht es ja wirklich um Schönheit. Es geht um Selbstwertschätzung. Es geht aber auch um Liebe, das Schöne, dekorieren auch wieder, ne? Also es geht wirklich darum, dass du wirklich wieder dich selbst wertschätzt. Und mit dem neunten Haus ist einfach damit gemeint, es kann wirklich sein, dass einige von euch wirklich etwas komplett Neues lernen. Etwas, was mit Schönheit zu tun hat. Schönheit, mit der Energie, mit dem Körper auch eventuell. Körper, Geist, Seele, was damit zu tun hat. Na, mit der Energie, mit Schönheit, dekorieren eventuell. Na, das kann jetzt hier der Fall sein bei vielen von euch. Aber das neunte Haus, da geht es ebenfalls um das Verreisen. Also einige von euch wollen vielleicht auch nochmal verreisen. Euch es mal so richtig gut gehen zu lassen, vielleicht Wellnessurlaub oder sonst irgendwas, ne? Aber das neunte Haus, da geht es auch wieder darum, dass man etwas Neues lernt. Da geht es um den Wissensdurst, sich neue Informationen einzuholen, etwas Neues lernen sozusagen. Und das passt. Einige von euch wollen hier wirklich etwas komplett Neues lernen, beziehungsweise etwas lernen, wo ihr eventuell noch so eine Art Anfänger seid.
wo du eventuell noch nicht so genügend Erfahrung hast. Und das ist genau das, was hier damit gemeint ist. Und das wird absolut gut werden für dich. Ne? Es ist nicht nur so, dass sich deine Finanzen verbessern, aber vor allem auch deine Energie. Und wenn deine Energie sich verbessert, verbessern sich automatisch deine Finanzen. Ja? Lieber Krebs, das war deine Legung. Es kann auch sein, natürlich, andere Sache, es kann auch sein, dass du es hier mit einem Sternzeichen Stier zu tun haben könntest. Das bekomme ich jetzt aber am wenigsten rein. So, lieber Krebs, das war deine Legung für den September. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis dann. Tschüss.